Gern. Auch alle Leute, die mit der Aufnahme dabei sind, natürlich einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, wann auch immer du die Aufnahme schaust. Und zwar haben wir schon letztes Mal angeteasert im Call, dass wir uns dachten, dass wir einfach mal was anderes für euch vorbereiten, ne? Weil ich einfach, weil wir einfach logischerweise den ganzen Tag in Calls sind und uns eine Sache einfach aufgefallen ist, und zwar, dass so viele Leute einfach den Wunsch haben, Two for Free zu gehen. Und bevor man jetzt irgendwie mit jedem Einzelnen alles macht, dachten wir uns, boah, nee, wir machen jetzt eine richtig große Sache draus und stellen mal was Cooles auf die Beine. Und ich kann euch sagen, auch wenn diese ganzen Calls, die immer so schön jede Woche sind, immer so einfach aussehen und ja, und dann redet sie halt da so ein bisschen, Leute, da steckt schon Arbeit dahinter. Da ist schon viel im Hintergrund geplant, so, dass man da auf jeden Fall einen guten Call machen kann. Deswegen, dass ihr da wisst, dass es natürlich nicht einfach so hingeklatscht ist. Und genau, wir haben eben genau was zu diesem Thema geplant und uns einfach überlegt, hey, wie können wir euch wirklich dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen? Weil wir einfach wissen, hey, sehr viele haben das Ziel, wie können wir das schaffen? Wie kann jeder von euch das wirklich erreichen? Und bevor wir das anfangen, macht mal noch ein paar Kameras an, please. Es haben so wenige die Kameras an, noch ein paar mehr. Emina, Esther, Farida, Fisnik, Marina, Emina, yay. Elvira, Aida, Katrina, soll ich jetzt alle Namen vorlesen? Carla, Marisch, Eva, Maya, Jenny, Leila. Okay, ich habe keinen Bock, alle vorzulesen, aber ein paar Kameras sind angegangen. Yay. Ich würde es vorhin noch mehr angehen, aber genau, wie jeder Bock hat. Auf jeden Fall darf ich heute wirklich die Sache mit euch teilen und deswegen liegt mir das Thema vor allem am Herzen, ne? Weil, wie gesagt, ich beobachte ja jeden hier, mit dem ich öfter mal telefoniere vor allem. Und ich weiß, dass viele Leute einfach sich schwer tun, wenn sie einfach nur alleine sind. Und ihr wisst ja, glaube ich, alle, also ihr wisst ja alle, was Two for Free heißt, oder? Dass man eben IM ab da an für immer kostenlos benutzen kann, indem man eben das Ganze mit zwei Freunden zusammen macht. Und die meisten hier, die jetzt im Call sind, natürlich machen das Ganze auch alleine. Und ich merke einfach, nicht bei jedem, deswegen kann ich es nicht pauschalisieren, aber wirklich bei 80% würde ich schon sagen, ist es so, dass sie sich schwer tun so ein bisschen, nicht so im Modus sind und nicht immer so Videos schauen und so. Das Einzige, was sie unter Druck setzt, ist vielleicht noch, wenn ich oder so mit dir einen Call mache und dann weißt du ganz genau, ich habe mit Sabrina einen Call zum Beispiel oder mit irgendeiner anderen Führungskraft und ich muss bis dahin Videos geschaut haben. Aber sonst gibt es da nicht so viel, was dich, sag ich mal, unter Druck setzt. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, die Sache, die am meisten fehlt oder die mir am meisten geholfen hat, war bei mir einfach der Two for Free. Das ist einfach Fakt. Ich kann euch sagen, ich habe mein Two for Free persönlich erst nach 9 Monaten gemacht im Business. Also ich habe nach 9 Monate lang mein eigenes Ding gemacht, einfach ganz schüchtern mein Zeug gemacht. Und dann im 9. Monat habe ich mein Two for Free gemacht. Und das war bei mir einfach seitdem der größte Change im Business. Also es gab ja viele Sachen, die passiert sind, aber das war der größte Change. Ich weiß, klingt voll komisch, oder? Wenn man sich denkt, so boah, jetzt arbeite ich mit, keine Ahnung, über 100 Leuten oder so zusammen. Aber das war der größte Change, einfach dieser Two for Free. Und warum war das so? Einfach, weil ich endlich mal diese Verantwortung auch für andere gespürt habe. Weil klar, ihr habt schon jetzt Verantwortung für euch selber, aber meistens setzt einen mehr unter Druck, wenn man auch Verantwortung für jemand anders hat. Und stellt euch mal vor, zum Beispiel, jetzt hatten wir es auch, gestern ist von einer, ich weiß gar nicht, ob sie hier im Call ist, ich sage jetzt nicht den Namen, auf jeden Fall, von einem Mädchen hier im Team ist die beste Freundin gestartet und die haben sich beide so gefreut. Wir waren zusammen im Auto und die haben sich so gefreut, die waren so hyped. Und das ist halt einfach geil, weil jetzt verspürt die Person, die ihrer besten Freundin das ganze Business gezeigt hat, so ein bisschen Verantwortung. Ist jetzt nicht mehr nur sie selber, sondern ist jetzt noch ihre beste Freundin dabei, Leute. Und da kann es nicht sein, dass man mal 1, 2 Wochen lang gar nichts macht, mal gar kein Go-Live schaut oder so. Das geht da nicht mehr. Weil stellt euch mal vor, eure beste Freundin oder bester Freund geht dann auf einmal komplett ab, schaut die Academy, die Videos durch und überholt euch einfach ganz, ganz schnell im Sinne vom Trading und Investment-Wissen. Und dann kommt ihr euch ja auch blöd vor. Dann seid ihr auch so, boah, nee, so. Ich habe der Person das Business gezeigt, das kann es ja wohl nicht sein, dass sie jetzt da voll schneller ist. Und dieses Gefühl hatte ich einfach. Das war das, was ich hatte. Erstens das, weil ich dann nicht wollte, so, boah, dass die andere Person auf einmal mehr weiß. So, ich will ja Fragen beantworten können, ich will mehr wissen. Ne? Und auch einfach die Verantwortung. Klar, wenn man jetzt ein Two for Free hat, das ist schon wenig Verantwortung, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu, wenn man jetzt irgendwie eine Organisation aus 100 Leuten hat oder aus 500.000. Aber Two for Free ist trotzdem Verantwortung. Und mir hat diese Verantwortung schon gereicht, um einfach zu sagen, hey, okay, Sabrina, jetzt geht's los. Und ob ihr es glaubt oder nicht oder so bescheuert es auch klingt, ich trinke kurz was. So bescheuert es auch klingt, aber da hat das Business für mich erst angefangen. Voll komisch. Und damals war es so, ihr kennt vielleicht manche die Story, meine beste Freundin ist auf mich zugekommen, meinte so, Sabrina, du hast weniger Zeit, was machst du die ganze Zeit, das ist ja voll blöd und so, wir treffen uns nicht mehr jedes Wochenende gefühlt 50.000 Mal. Und dann habe ich ja gesagt, ja, du weißt ja, dass ich ein Business mache. Und ich hatte gar keinen Bock, mit ihr darüber zu reden. Dann habe ich sie auf ein Event mal eingeladen damals, schon 3 Jahre her. Und
Sie hat sich das Event angeschaut, einfach nur, dass sie endlich checkt, was ich mache, weil ich einfach wollte, dass sie endlich still ist, weil es mich so genervt hat, dass sie mich immer dafür angemacht hat. Nach dem Event, sie guckt mich so an und sagt so, Sabrina, wieso hast du mir gerade nicht früher davon erzählt? Und ich war so, was? Was? Hä? Ihr gefällt es? Ich war so voll perplex. Ich war so, hä? Sie war so voll auf Kosmetik und so weiter und so fort. So, wäre niemals was für sie gewesen. Und sie ist dann einfach, sie war die erste Person, die sich mir angeschlossen hat. Und ab dann ist für mich losgegangen. Wir haben uns immer getroffen. Es hat mir persönlich so viel mehr Spaß gemacht. Und deswegen gönne ich es auch jedem hier von euch, das zu erleben, weil glaubt mir, es ist so ein Change. Und das ist die größte Sache, die ich in dem Sinne mitgeben kann. Eine der größten Veränderungen, die ihr im Business für euch kreieren könnt. Einfach eure besten Freundin, eure beste Freundin, euren besten Freund oder egal, jemanden, mit dem ihr mögt, an der Hand zu haben, mit dem ihr das zusammen durchzieht. Wirklich sich zu treffen. Ich kriege das ja mit im Team, wie sich immer alle treffen, zusammen Go Live schauen und so. Ich habe teilweise Mädels, die treffen sich jeden Tag zum Go Live schauen. Jeden Tag, Leute. Das ist krass so. Und es macht einfach Spaß. Einfach viel, viel cooler, sich auszutauschen. Aber jetzt am Wochenende die Dutch Girls, sag ich mal, die haben sich auch getroffen, aus Niederlande von Sajim Team. Und die haben sich voll den süßen Tisch aufgebaut. Es waren 3 Mädels, also auch 2 for 3, 3 Mädels insgesamt. Haben sich einen Tisch aufgebaut, Snacks, haben ihre 3 Laptops so im Kreis hingestellt. Und die eine hat sogar für ihre Teampartnerin Notizblöcke und so gekauft und Bananenbrot gebacken. Also voll süß. Und das ist halt viel schöner so, als wenn du alleine an deinem Schreibtisch hockst. Deswegen erstmal das so ein bisschen vorwegzunehmen. Und damit ihr auch versteht, also an sich, was wir vorhaben, ist eben zu diesem Thema ein Bootcamp zu kreieren, dass wirklich jede Person, die das möchte, die da Bock drauf hat, wirklich dieses Bootcamp durchlaufen kann, bis sie an diesem Ziel ist. Man darf erst das Bootcamp verlassen, sozusagen, bis man das Ziel erreicht hat. Und das Bootcamp haben wir persönlich P150 Bootcamp genannt. Viele kennen bestimmt nicht den Unterschied zwischen 2 for 3 und P150. Kann ich auch kurz erklären. Und zwar, 2 for 3 ist eben kostenfrei zu sein mit 2 Freunden, und P150 ist aber schon die 3. Person. Das heißt, P150 ist sozusagen so, dass ihr von IM eigentlich die Vergütung bekommt, die ihr auch für den Service zahlt. Das heißt, ihr bekommt von IM jeden Monat 150 Euro überwiesene, und das zahlt ihr auch. Das heißt, prinzipiell das gleiche wie 2 for 3, macht sich nichts draus. Wir haben einfach mal gesagt, hey, wir nennen das Ganze P150 Bootcamp, klingt irgendwie ein bisschen cooler als 2 for 3 Bootcamp. Deswegen ist es ein P150 Bootcamp geworden. Und genau, deswegen. Und jeder, der das geschafft hat, dann kann auch wieder die Gruppe verlassen. Also das Ziel ist geschafft, dann darf man die Gruppe wieder verlassen, dann ist das Ganze erledigt. Und da könnt ihr euch einfach entscheiden, hey, möchte ich einfach so kostenfreier Kunde, sage ich jetzt mal, sein mit 2 Empfehlungen, oder möchte ich wirklich P150 sein, auch so einen Shoutout bekommen, so einen coolen Flyer, den man ja bekommt, den ihr schon ein paar Mal in den Gruppen gesehen habt. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Die 2 Möglichkeiten prinzipiell gibt es halt. Und genau, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich schaue mal kurz. Genau, was auch wichtig zu verstehen ist, weil oftmals, am Anfang vor allem, geht man schon trotzdem mit diesem egoistischen Gefühl rein, denkt sich so, boah, ja, voll cool, so, jetzt habe ich da meine 2 Kumpels und jetzt kann ich das kostenlos nutzen, yay, yeah, so, ich habe es geschafft. Aber Leute, klar, es ist cool, ich habe mich auch darüber gefreut, so ist nicht. Aber das viel, viel krassere, was ihr daran denken müsst, ist, dass ihr einfach, dass ihr es ja nicht nur für euch macht, sondern vor allem für die anderen natürlich. Weil für euch, klar, hat es einen kleinen Unterschied, ihr spart euch ein bisschen Geld, ist cool. Aber was hat es bitte für einen Impact für die andere Person? Schaut euch mal, ich hätte auch nur ein 2 for 3, eine Person der 2 für eine andere Person sein können. Aber ich habe damit jetzt hier mein Leben irgendwann finanziert so. Das heißt, ihr könnt diesen 2 Leuten zum Beispiel eine Chance geben, mit der sie eventuell auch, wenn sie es natürlich durchziehen, das liegt in deren Hand, ihr Leben halt krass verändern können. Und darum geht es eigentlich. Deswegen ist cool für euch als Motivation, 2 for 3, alles gut, ich verstehe das. Aber das Schönere ist einfach wirklich das, dass man da wirklich das Ganze verändern kann. Warte mal, ich mache mich mal kurz so als Ansicht, dann ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Genau. Oh Gott, jetzt sehe ich mich selber. Ganz schrecklich, okay. Egal. Aber sonst bin ich nicht gepinnt auf der Aufnahme, deswegen machen wir das jetzt kurz. Aber genau, dass ihr einfach da so ein bisschen die Unterschiede auch mal kennt. Und denkt ihr einfach mal selber so, ich weiß es nicht, vielleicht bist du erst einen Tag bei IM, es sind ja manche Leute erst gestern wieder 5 Leute hinzugefügt worden, vielleicht auch erst seit einer Woche, vielleicht seit einem Monat, vielleicht seit, keine Ahnung, 6 Monaten, ne? Aber denkt ihr mal, was es für einen Einfluss bis jetzt in deinem Leben gemacht hat, so. Weil ich kann euch von mir, also, keine Ahnung, ich könnte jetzt hier einen Call machen, der eine Woche lang geht, was es in meinem Leben verändert hat. Das wäre jetzt ein bisschen uninteressant, deswegen, es hat auf jeden Fall viel verändert. Und stellt euch mal vor, wie viel es bei euch jetzt schon verändert hat. Egal, ob es jetzt monetär ist, egal, ob es vielleicht bis jetzt nur das Mindset war, eure Einstellung, euer Blickwinkel auf die Zukunft, egal was, es hat bestimmt schon was verändert. Egal, selbst wenn ihr wahrscheinlich erst einen Tag dabei seid, hat es was verändert, weil ihr habt die Entscheidung getroffen, jetzt einfach hier einen Schritt wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen, was Eigenes für euch zu machen. Das heißt, irgendwo hat es bei jedem was verändert, und stellt euch mal vor, was es für eine andere Person verändern kann.
Und das ist viel, viel schöner. So, ich finde es toll, wenn ich meine eigenen Erfolge habe. Ich finde es schön. Ich freue mich dafür. Es ist nicht so, dass ich sage, boah, voll scheiße. Aber wenn eine andere Person Erfolge hat, mit der ich arbeite zum Beispiel, ist es viel schöner. Und ich glaube, jede Person, die auch nur eine einzige Person bei sich in der Organisation hat, kann das bestätigen. Alles andere wäre komisch so. Das heißt, wenn du dieses Gefühl schon mal erlebt hast, da wirst du immer mehr davon, sag ich jetzt mal. Wenn du mal eine süße Nachricht bekommen hast oder eine Person einen guten Trade hatte auf Echtgeld oder keine Ahnung, da willst du einfach mehr davon. Dann hast du Bock, diese Nachricht zu bekommen, weil du weißt, boah, diese Person, die verändert sich gerade. Und das ist wirklich das Schöne dabei. Und irgendwann wird das Ganze, und das klingt immer so kitschig, aber irgendwann wird das Ganze zu so einer kleinen Family. Und irgendwann wird das Ganze so eng. Schau mal, wenn ihr jetzt normal in der Arbeit seid, da habt ihr halt eure Kollegen, ihr habt so euren Chef und so, das ist halt alles so ganz, ja, wie sagt man, halt so strikter. Aber hier, ihr wisst es selber, es ist voll chillig. So, vorher hat mich eine Teampartnerin angerufen. Sie hat mich einfach gefragt, sie so, Sabrina, ich brauche nur eine Minute von dir. Soll ich mir Sushi oder Pizza bestellen? Hat sie mich einfach gefragt. Einfach so angerufen aus dem Nichts. Ich hatte eigentlich fast gar keine Zeit. Aber ich habe gesagt, hey, kurz eine Minute habe ich. Dachte schon, was will sie jetzt? Was will sie mich fragen? So. Und sie hat mich einfach nur das gefragt. Wisst ihr? Keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass euer Chef oder Kollege euch sowas mal schnell in einem Call fragen würde. Das heißt, es ist wirklich eine Family. So, mein Bruder würde mich das vielleicht fragen, aber sonst niemand so. Deswegen, das ist halt echt krass so. Und das kommt halt mit der Zeit natürlich nicht von heute auf morgen, ne? Aber es ist extrem schön, einfach so viele Menschen zu haben, die einem so einfach dann ans Herz gewachsen sind. Und dafür musst du nicht mehr was können. Ich meine, wenn du von etwas begeistert bist, wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein neues Massagegerät oder so gekauft und dann gehe ich zu meiner besten Freundin und sage, boah, auf Amazon, da gibt es ein Massagegerät, boah, das kann ich massieren, ohne dass du selber irgendwas machen musst, so. Das ist richtig krass, voll die schöne Massage oder so. Das erzählst du auch mit Begeisterung, dann kaufst du deine Freundin vielleicht auch ein Massagegerät, jeder mag Massage. Das ist genau das Gleiche hier, wenn du sagst, hey, boah, ich habe was kennengelernt, was meine Zukunft vielleicht verändern kann, wo ich für mich persönlich wirklich ein Sprungbrett gefunden habe, mich weiterzuentwickeln, wenn du davon wirklich begeistert bist, deswegen auch erst sowas machen, auch erst ein 2-for-free angehen, wenn du wirklich weißt, dass das gut ist, so, wenn du jetzt denkst, boah, keine Ahnung, ob das hier so gut ist, so, dann mach kein 2-for-free bitte. Also wirklich, also wenn du das weißt, dann, dann ist das ist schon alles. Einfach von einer Sache, von der du begeistert bist, einfach einer anderen Person zu erzählen und damit die Möglichkeit haben, dein Leben und auch die Person, das Leben von der Person zu verändern und dir am Ende sogar 150 Euro im Monat zu sparen. Yay. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach, dass du ein bisschen so das Ganze versteht. Und wir sagen immer blöd gesagt, wir werden fürs Reden belohnt. Das heißt, damit ihr euch diese 150 Euro einsparen könnt, dafür müsst ihr ja nur reden. Nichts mehr. Ist eigentlich gar nicht so schwer, oder? Einfach nur reden, einfach nur euren Mund aufmachen. Und je mehr ihr euren Mund aufmacht, desto mehr werdet ihr dafür belohnt. Klingt voll bescheuert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dankbar überhaupt dafür zu sein, dass wir sowas überhaupt nutzen können. Ich meine, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es das überhaupt bei AM gibt, dass sie das überhaupt integriert haben, dass man das überhaupt machen kann. Hätte auch sein können, dass es gar nicht geht. Ich meine, es gibt viele so Coachings und Sachen da draußen. Das musst du dir halt kaufen und da gibt es sowas halt einfach nicht. So, gibt es halt einfach nicht. Deswegen erstmal dankbar dafür sein, dass wir sowas überhaupt machen können. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, bei McDonald's beispielsweise, wenn ihr dort Franchise machen möchtet, müsst ihr 500.000 Euro zahlen. 500.000 bei McDonald's. Und dafür habt ihr nur ein Blatt Papier in der Hand, gell? Nur ein Blatt Papier. Ihr habt noch nicht euren McDonald's hingestellt, ihr habt nur das Blatt Papier, um das Franchise zu gründen. Das ist doch krass, oder? Für eine 500.000. Was denkt ihr, wie lange es dauert? Ich weiß jetzt nicht, wie es dauert, McDonald's dahin zu stellen, paar Millionen, dann eure Angestellten einzustellen. Wie lange braucht ihr dort, um auf Null zu sein in dieser Art von Selbstständigkeit? Wie lange? Ich glaube, keiner kann es mir genau sagen, aber ich würde schon sagen, ein paar Jahre. Bis ihr doch mal auf Null seid, wenn ihr erstmal so einen Betrag hinblättert. Und das ist schon krass. Aber das ist oft die Realität. Egal, was ihr macht, wir haben auch alte Freunde, die haben eine Shisha-Bar und sowas aufgemacht, solche Sachen, ne? Für einige tausend Euro, da braucht ihr auch ein bisschen, bis ihr auf Null seid. Und hier könnt ihr das theoretisch nach einem Monat machen. Ich kenne kein Business, wo man das nach einem Monat machen kann. Kenne ich nicht. Also gib mir eins so, vielleicht check's mal aus. Aber kenne ich einfach nicht. Deswegen finde ich das schon eine krasse Möglichkeit. Und ich finde, dass wir solche Sachen oftmals gar nicht schätzen, dass sowas überhaupt gibt. Und deswegen einfach da nochmal euch das Ganze ein bisschen vor Augen zu führen. Weil diese 150 zum Beispiel könnt ihr auf euer Trading-Konto packen. Ich glaube, ihr alle kennt den Zinseszinseffekt, dass natürlich, wenn man 3% auf, also insgesamt auch 3% auf einem 10.000-Euro-Konto macht, ist das ein bisschen mehr, als 3% auf einem 100-Euro-Konto zu machen. So. Und das kommt natürlich, wenn ihr mit der Zeit ein höheres Trading-Konto habt. Das heißt auch auf jeden Fall, wenn ihr das Ganze hier angehen möchtet, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mein 2-for-free auf jeden Fall machen, ich glaube, das wird mir weiterhelfen, ne? Dann bitte nicht das Trading vernachlässigen, okay? Um Gottes Willen. Bitte, Fokus, go live, eure Daily To-Dos machen, ne? Aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, die man einfach zusätzlich adden kann. Und eine Frage mal an euch. Schreibt mal gerne in den Chat, woher kommt ihr denn alle? Ich weiß ja eh bei den meisten, aber schreibt es mal in den Chat. Woher kommt ihr alle? Welche Stadt, sage ich mal?
Graz. Graz, okay. Nicht nur Graz, soll jetzt reinschreiben. Stuttgart, Graz, Essen, Graz, Graz. Nein, Leute, schreibt nicht nur Graz rein. Hannover, okay, jetzt kommen wir. Düsseldorf, yay. Wernigerode, okay. Bielefeld, Graz, Düsseldorf. Nee, Bielefeld. Ah, okay, zwei Nähe Bielefeld. Leute, okay, Merivan und wer ist noch aus Bielefeld? Lilia, okay, Leute, ihr könnt euch auch connecten jetzt eigentlich, wenn ihr hier im Chat die Nachrichten liest. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Schaut mal, wer hier reinschreibt. Dann sucht ihr mal so mal in der Gruppe. Wien, Graz, Stuttgart, yay. Nice, genau. Und ein Goal, was ihr auch für euch setzen könnt, ich meine, es ist weit entfernt, I know, aber trotzdem einfach so ein bisschen, um die Vision reinzubringen, ist beispielsweise ein Büro in eurer Stadt zu eröffnen. Und das ist wirklich anders. Wenn ihr irgendwann mal einfach euer eigenes Büro eröffnet, euer eigenes, das ist kein Büro, wo ihr in der Früh um, keine Ahnung, 7 Uhr hingehen müsst und dann abends um 16 Uhr erst, wenn euer Chef sagt, ja, kannst jetzt gehen, dass alles erledigt gehen dürft, sondern das ist euer Büro. Das heißt, ihr könnt da reinlaufen und rausgehen, wann ihr wollt. Wie bosshaft ist es, bitte ein eigenes Büro zu haben? Ist mal ehrlich so. Und ich weiß, dass einige hier auch von Sagi zum Beispiel eine Gruppe jetzt kurz davor ist, ein Büro zu öffnen. Und das ist wirklich das Goal. Und ich finde auch das Goal irgendwo hier von Unleashed, dass sie wirklich in jeder einzelnen Stadt ein Büro eröffnen. Sobald, sage ich mal, ja, ich würde mal sagen, 20 Leute in der Stadt sind. Ich glaube, das ist eine gute Anzahl. Bei 20 Leute in einer Stadt könnte man sowas wirklich angehen. Und ich sage es euch jetzt, sorry für alle Boys hier im Call, aber für die Mädels von Sagi, also sie sind in den Niederlanden, die haben gesagt, die wollen so ein richtiges, weil das sind nur Mädels aktuell, die wollen so ein richtiges Mädelsbüro machen. Die wollen so durchsichtige Stühle und so, die wollen so richtig geile Sprüche an die Wand und so, also richtig heftig. Und das ist einfach geil, einfach so als Gruppe, als eine gemeinsame Gruppe so ein Ziel zu haben. Und das kannst du auch schaffen, ne? Und du kannst das auch alleine schaffen. Das heißt, wenn du jetzt niemanden in deiner Stadt hast, kannst du das selber für dich kreieren und einfach dein eigenes Büro eröffnen. Stell dir mal vor, du gehst irgendwann zu deinen Eltern und sagst, hey, Mama, Papa, ich habe ein Büro eröffnet, so in meiner Selbstständigkeit. Und einfach so ein entspanntes Büro, so ein Meetingraum, ein Trainingraum, ein Raum, wo man reden kann oder so, einfach richtig, richtig cool. Deswegen einfach, um euch noch so ein bisschen Anschluss zu geben, weil ich weiß, dass auch viele hier wieder kurz davor sind, in Düsseldorf beispielsweise und eben bei Sagi im Team. Und ich weiß, dass das erst der Anfang ist, so. Ich glaube, es sind gerade 130 Leute ungefähr in der Gruppe. Und Leute, da wird noch viel, viel kommen dieses Jahr. Das wird anders, anders. Allein jetzt Barcelona fliegen einige mit. Und ja, ansonsten wird es nicht die einzige Reise dieses Jahr sein. Im Sommer ist auf jeden Fall noch was Cooles geplant, werdet ihr bestimmt auch in der nahen Zukunft mitbekommen. Und über Silvester wollen wir alle nach Dubai fliegen. Aber ja, jetzt bin ich total ausgeschweift, deswegen sorry dafür. Das war eigentlich schon das, was ich euch wirklich mitgeben wollte. Aber es gibt tatsächlich auch noch eine zweite Person heute hier im Bunde, heute hier im Call, die ihr auch auf dem Flyer gesehen habt. Und wie ich schon gerade erwähnt habe, auch eine Person, die bald ihr erstes Office im Team hat. Und eine Person, die ich einfach nur so, keine Ahnung, die mir so krass ans Herz gewachsen ist. Ich habe keine Worte für diese Frau, wirklich. Diese Frau ist einfach anders. Diese Frau inspiriert mich persönlich so krass. Das habe ich selten so erlebt, wirklich. Eine Frau, die einfach so eine Inspiration ist, die sowas Krasses auf die Beine gestellt hat die letzten Monate. Wenn sie sich ein Ziel setzt, die erreicht es. Die redet nicht. Leute, wenn ihr sie schon mal reden habt, hören, diese Frau redet nicht. Wenn sie sagt, sie macht was, dann macht sie das. Und zwar auch in der Zeit, in der sie sich das vorgenommen hat. Deswegen, das sind keine leeren Versprechungen. Das weiß jede Person auch, die mit ihr zusammenarbeitet. Und sie hat einfach in letzter Zeit den Deckel hier im Business absolut angehoben und ist in kürzester Zeit so erfolgreich geworden. Leute, sie macht das nicht mal ein Jahr. Nicht mal ein Jahr. Und sie hat schon Leute in ihrem Team, die das Ganze hier hauptberuflich machen. Und sie macht es nicht mal ein Jahr. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch allein vorstellen, jemand bei euch im Team zu haben, der das Ganze hauptberuflich macht? Das ist so krass. So. Ich finde es so heftig einfach nur. Ich bin so inspiriert und so begeistert einfach nur davon. So eine liebe Person auch vor allem. Deswegen, wenn du auch mit Sajida, jetzt kann ich ja den Namen sagen, ihr wisst eh alle, arbeitest, kannst du dich wirklich nur glücklich schätzen. Ich weiß, sie ist immer so lieb und sie ist immer für alle da, aber heißt das wirklich nicht für selbstverständlich. Die Frau gibt gerade wirklich ihr Leben auf, dass sie einfach für jeden Einzelnen da sein kann. Die ist von morgens bis abends im Call, die macht alles so. Deswegen oftmals ist es so, ja, das ist ja eh klar, dass sie das macht. Aber Leute, das ist nicht klar. Das ist nicht klar, dass sie das macht. Sie hat so viel zu tun. Ich glaube, jeder hier weiß, wie voll ihr Terminkalender ist. Deswegen heißt es wirklich, ja, zu schätzen. Ne? Ich bin extrem dankbar, dass du auch natürlich ein Teil von unserer Group bist und tu jetzt direkt mal die Stummschaltung aufheben und dann kannst du auch direkt loslegen. Ich schwöre, das war jetzt so ein emotionaler Rollercoaster für mich, alleine, wo du über Büros und so gesprochen hast. Ich habe mir das so, mal sehe ich mich auch selber, egal, ich wechsle immer das Fenster, perfekt.
Allein wo das Büro und Grazer Büro und Niederlander Büro. Und ich habe einfach so gedacht, oh mein Gott, wie krass wird das denn? Und jetzt so ein krasses Edifying. Danke, Sabrina, auf jeden Fall. Dasselbe gilt natürlich auch für dich. Leute, ihr habt keine Ahnung, wie voll ihr Terminkalender ist. Und ich sage es nicht nur so, weil man das so sagt oder so. Ich kann es jetzt euch mit euch screenshare, mache ich nicht, wegen Privacy-Gründen. Aber Sabrina ist so crazy unterwegs. So, man muss on average, also mal so 3 Tage im Vorhinein schauen, damit man dann den Termin an dem Tag hat. Also Sabrina, das ist echt crazy viel Zeit, sie auch so für ihre Leute, also für uns alle aufopfert, so wie viel sie sich Gedanken macht. Sie ist bis 4 Uhr morgens wach, weil sie an Plänen arbeitet, wie sie dieses Bootcamp organisiert, wie sie die nächste Reise organisiert. Dann diesen, und Leute, sie wandert einfach nach Dubai aus. Sie wandert einfach nach Dubai aus, komplett auswandern. Also ja, egal. So, ich oh. Wir alle kennen Sabrina, deswegen muss ich jetzt nicht da groß reden, so wir wissen alle, wie krass sie ist. Deswegen danke Sabrina für all die Zeit, für all das alles einfach, was du in uns so rein investierst. Okay, bin ich jetzt noch immer groß oben oder nicht für euch alle? Okay, nein, ist für mich nicht mehr. Geil, ich habe das System gehackt. Okay, auf jeden Fall. Um was geht's? Ich wollte euch nur ein bisschen Mindset mitgeben, weil wo ich habe mitbekommen, okay, krass, es gibt auch diesen Coaching-Part. Und ich habe mitbekommen, nice, ich möchte das gerne machen, weil ich bin so ein Mensch, ich muss mit Menschen kommunizieren. So, bei mir geht es nicht so, dass ich mir einfach alleine irgendwo einsperre und mein Trading-Zeugs mache. Natürlich mache ich ja auch ab und zu, aber mit Menschen macht es einfach viel mehr Spaß. Und dachte mir so, krass, let's go. Und ich habe sehr, 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 sehr viel dazugelernt in diesem Jahr, fast einem Jahr jetzt, wo ich dabei bin. Und ich wollte euch einfach hier für den Anfang Sachen mitgeben, die mir damals gefehlt haben, wo ich mir so gedacht habe, boah, wieso hätte ich das nicht früher gewusst so? Deswegen hört es jetzt zu, nehmt einen Stift zum Schreiben und so weiter, weil das werdet ihr nicht nur für euch brauchen, sondern für euer Team dann auch später. Genau, weil das wollen wir alle erreichen. Also, das Erste, was ich mir gedacht habe, ich so, der, für diesen Coaching-Bereich, ich brauche Menschen. Komplett falsch. Komplett falsch. Wir brauchen keine Menschen. Die Menschen brauchen uns. Okay, weil wer bitte hat irgendwo mal die Möglichkeit, einfach mit so eine Lernplattform kennenzulernen, wo man 150 Euro zahlt, wo man nur three figures zahlt, um six, seven, eight figure zu gehen. Das klingt aber so viel cooler auf Englisch. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Genau. Wo findet man bitte so etwas, das dich lernt, mit diesem Gerät, wo man eigentlich nur irgendwo auf TikTok oder Instagram ist, mal Geld zu verdienen so. Also wir brauchen keine Leute so. Die Leute brauchen uns so. Und wir sollten jetzt nicht egoistisch werden. Boah, damn, ich hab the sauce, ich habe the juice so. Ich bin jetzt der Beste oder keine Ahnung was. Nein, ich bin der Chancengeber. Okay, ich bin der Chancengeber so. Genau. Und so viele Leute warten, in diesem Moment warten sie auf sowas. Wisst ihr, was ich mir am Anfang gedacht habe? So, ich habe mitbekommen, okay, es gibt Bitcoin und man kann damit im Schlaf Geld verdienen. Ich dachte mir so, krass, Mann. Erstmal auf YouTube gesucht, Katastrophe. Also so viele verschiedene Meinungen, alles sind Experten, ihr wisst eh Bescheid. Dann muss man in Teisach. Sorry, ich kann das Alle einfach. Jugos haben es jetzt gerade verstanden. Es ist auch Egal, ich war richtig polite. Das passt schon. Genau. Das hat mich jetzt voll abgelenkt, sorry. Genau, ich meinte nur, so viele Leute warten nur auf sowas. Ich war auch so eine Person, ich habe nur drauf gewartet. So. Ich habe im Google gesucht, Trading dies, Trading das, irgendwelche Grazen Kurse. Ich wollte diesen Sommer einen Kurs für 5.000 Euro belegen. Ich hatte das Geld, ich wollte es einzahlen für einen 2 Wochen Kurs, wo irgendwelche zwei Experten dort sprechen. So. Weil ich wusste, okay, wenn ich aus diesen 5.000, so 5.000 so, dann wenn ich lerne, aus 100 Euro 5.000 Euro zu machen, dann werden mir diese 5.000 ja auch nicht mehr wehtun. So. Dann kam eine meiner Freundin um die Ecke, die mich da eingeladen hat und sagt so, kennst du, was Bitcoin ist? Und ich so, ja, Mann, let's go, dies, das. Dann wurde mir das auch vorgestellt. Also ich war eine von diesen Personen, die es gar keinem gesagt hat, dass ich mich für das interessiere, weil ich dachte, ich war einfach nicht in diesem Umfeld, wo man über sowas redet, wo man das überhaupt kennt. So. Ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen, aber dann so secretly gesucht, Trading, dies, das, alles, haben leider nichts gefunden. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viele Leute es draußen gibt, die da genau nach sowas suchen. Wie viele Leute es gibt, die ihr vielleicht kennt oder die ihr nicht kennt. Und wir haben so eine Power gerade, dass wir in IM sind, Leute, ein kurzes Side-Fact, dass wir in IM sind, hat so eine kleine, warte mal, hat eine kleinere Wahrscheinlichkeit,
als dass wir im Lotto gewinnen. Okay, wenn man es auf die ganze Welt anschaut, okay, dass wir die Entscheidung getroffen haben, hiermit durchzustarten, hiermit durch erfolgreich sein, dass wie viele Dinge müssten bitte passieren, dass ich alleine in diesem Business bin? Stellt euch mal das vor. So, dass ich dann, keine Ahnung, zum Beispiel bei Laura, ich kannte sie nicht vorher, ich kannte ihre Schwester und dann hatten wir uns irgendwie auf Instagram, das gleiche mit Fisnik, ich kannte einen, dann kannte ich den anderen. Oder wie komm ich bitte in Sabrinas Team? Weil sich irgendwann mal entschieden hat, das Ganze durchzuziehen, dann auf Sabrina und dann ist es über so viele Umwege zu mir gekommen, dann über so viele Umwege zu allen, so anderen. Ich müsste es nicht sein. Diese Person müsste mich nicht damals ansprechen auf Bitcoin. So. Also deswegen, seid ihr mal richtig, spürt ihr mal diese Dankbarkeit. So, danke, dass ich hier bin. So. Genau. Und wir haben genau diese Power, dass wir, genauso wie es bei uns passiert ist, Leben verändern können. Auch wenn wir jetzt noch nicht die Resultate gesehen haben, wir haben die Resultate gesehen von Leuten, die es mehrere, ja, ich weiß nicht, Monate oder Jahre oder whatever machen. So. Wir wissen, wie es die Resultate ausschauen, wie, wenn wir hier durchziehen. So. Und wir genau haben diesen Segen von anderen Leuten, Leben verbessern zu können, Leben ändern zu können, ganze Stories kreieren zu können. So. Wir können etwas dalassen. Genau, also auch ja, zum Beispiel bei mir, ey, ich freue mich, also ich liebe mein Team über alles so. Also ich liebe euch alle, aber mein Team ist einfach so mein Herz. So jeder von meinem Team ist einfach so cool. Ihr, also auch alle so, natürlich ihr alle so. No front hier, aber ich liebe mein Team. Und wenn dann, keine Ahnung, so zum Beispiel eine Silvi, ich glaube, sie ist jetzt im Call, ich weiß nicht, ja genau, sie ist im Call, egal. Wenn sie, zum Beispiel sie oder so viele Leute zweifeln so, boah, werde ich das schaffen, werde ich das nicht schaffen, dann probieren sie es mal aus und ich weiß ganz genau, es fehlt nur dieser eine kleine Klickmoment, das ist nicht mal ein Schnipser, das ist die Hälfte von einem Schnipser, genau der fehlt. Und wenn sie ihn dann haben, dann freuen sich die Leute so sehr und ich denke mir so, ich freue mich gefühlt mehr über deren Erfolg als, nicht nur gefühlt, ich freue mich wirklich mehr über den Erfolg von jemand anderen als über meinen Erfolg so. Und das erfüllt mich einfach so arg, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn mir irgendwer random deren Trading-Resultate schickt, auch wenn es mit einem Demokonto ist und ich sehe da blaue Zahlen, ich denke mir so, damn, sie hat vorher so an sich gezweifelt und jetzt einfach nur blaue Zahlen, ich denke mir so, wie crazy. Auch so alleine, was Sabrina erzählt hat, so, wenn ich mich dazu, ich könnte mich natürlich auch dazu entschieden haben, es ist einfach niemand so weiter zu sagen und so weiter, aber dann, ich erzähle euch jetzt mal eine Success-Story aus meinem Team, auf die ich so stolz bin. Ich hoffe, ich fange nicht an zu weinen, weil das für mich so emotional war. Ja, ich habe das Ganze ja meiner Freundin gezeigt und bei denen war es so, sie sind ursprünglich aus Dubai, okay? Und sie mussten, also der Papa hat auf einmal den Job verloren, zack, sie mussten nur von deren Ersparnissen leben. Und sie in Dubai konnten sie ja nicht mehr bleiben, weil der Standard dort so hoch ist. Sie mussten sogar in die Türkei ausziehen, okay? Sie sind jetzt in der Türkei noch immer halt. Und dieser Mensch hat mit seinem letzten Geld, das also für IM, einfach mal angefangen, es einfach mal auszuprobieren. Was passiert in eineinhalb Monaten? Es hat komplett eskaliert. Er hat nicht türkisches Vollzeiteinkommen verdient, sondern unser Vollzeiteinkommen verdient, so nach eineinhalb Monaten, so wie crazy. Er hat sich einfach dahingesetzt, einfach gemacht und dann konnte er zu seinem Dad gehen und sagen, jo, Papa, mach dir keine Sorgen, ich zahle jetzt die Miete, das Wasser, Essen, ich gehe sogar schick mit denen essen, weil in Türkei, da kann man sich schon viel leisten mit unserem Vollzeiteinkommen. Und das ist nur die erste Erfolgsgeschichte aus meinem Team, okay? Also jeder hier, der in meinem Team ist, also auch in Sabrinas Team so, wir sind so für euch da, okay? Also das ist so schön, oh mein Gott! Und ich weiß ganz genau, dass so viele Success-Stories kreiert werden noch in meinem Team, die viel krasser sind als die. Ich weiß, ich werde 6-, 7-, 8-Figure-Trader haben. Ich weiß, ich werde Chairlady, ich werde Chairmans und so. Also diese ganzen Leute, die hier sind, es werden ein paar Chairmans rauskommen, aber ob ihr der nächste Chairman, ob ihr der nächste 6-Figure-Trader seid, das entscheidet ihr so. Es wird fix welche geben, das kann ich euch versichern, kann dafür meine Hand ins Feuer legen, so hier. Aber da, ihr entscheidet, ob ihr der seid und ihr entscheidet auch, ob ihr der nächste seid, mein Mindset nehmen. Also genau, back to the topic. Und das soll auch unsere Absicht sein. Unsere Absicht soll nicht sein, boah ey, wenn ich dann P2 bin, werde ich dann einen Flyer bekommen. Geil, ich werde gefeiert. Wie krass dies, das, das. Würde man auch so. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ja ein Ansporn so. Aber unsere tiefste Absicht soll sein, Menschen zu helfen so. Weil ihr könnt euch nicht, also die jetzt keine Teampartner haben so, wenn jemand
aus eurem Team, auch wenn es jetzt nur two and three ist, wenn deine beste Freundin Resultate von dem Ganzen sieht und sie kommt zu dir und sie sagt dir, danke, dass du mir das Ganze gezeigt hast, danke und ciao und dies und das, jetzt kann ich das und blablabla. Ihr wisst, also das fühlt sich einfach an wie eine andere Welt gefühlt von Glück so. Genau, und jetzt kommen wir auch noch zu einem anderen Thema und zwar die Verantwortung. Ich habe einfach hier auf meinen Notizen Verantwortlichkeit geschrieben, Leute. Ich weiß nicht, ob es ein Wort ist, aber Verantwortung auf jeden Fall. Es ist unsere Verantwortung, dass jeder, den wir kennen, in irgendeiner Art und Weise das weiß, was wir machen. Wieso? Weil, wenn die Leute es nicht wissen, wenn eine Person von eurem Umfeld es nicht weiß, was passiert? Es gibt zwei Sachen, weil sich das so schnell verbreitet. Entweder sie kommen in IM durch jemanden anderen, das ist eine Sache, die passieren kann, was übelst wehtun würde, oder sie kommen in einen Scam rein, okay, und dann seid ihr dafür verantwortlich. Also wenn, keine Ahnung, irgendeine Person, die ihr kennt, in einem Scam gerade drin ist oder dann irgendwann mal IM macht, dann seid ihr dafür verantwortlich, okay, weil ihr habt sie ja nicht eingeladen, so. Wo soll die Person wissen, so, kommt eine Person random zu euch, sagt, hey, machst du IM, so, ich will auch machen, nein, so, dafür sind wir auf jeden Fall verantwortlich. Und da kommt auch der Best and Worst Case rein, so, wenn wir eine, also auf Einladung und so weiter kommen, da werden wir alles noch zu sprechen kommen in dem Bootcamp, aber wenn ihr euch mal vorstellt, was ist der Worst Case und was ist der Best Case, was passieren kann, so. Ein Worst Case ist ein Nein, okay? Die Person wird euch nicht blockieren, wird euch nicht, keine Ahnung, das ist das Gleiche, wenn ihr eine Person fragt, yo, willst du mit mir Sushi essen? Die Person sagt, nein, weil ich mag kein Sushi. Das war's. So, das ist auch hier der Worst Case. So, ihr könnt einfach ein Nein bekommen. Die Person bleibt noch immer, also eure Freundin, keine Ahnung, was sie will, das einfach nicht machen. Und dieses Worst Case, das habt ihr ja schon, weil die Person macht es ja noch nicht so. Also den Worst Case, den habt ihr gerade so. Entweder macht den zum Best Case oder der bleibt schon der Worst Case so. Beim Best Case, die Person schatzt mit euch durch, sie nimmt das Business ernst, sie kann sich dann dadurch ein Vollzeiteinkommen, sogar mehr dadurch ja erarbeiten, keine Ahnung. Und dann lebt das Leben ihrer Träume so. Also würdet ihr dieses Best Case aufopfern, damit es auf dem Worst Case bleibt? I don't think so. So, genau, dass ich nur mal das bewusst ist, dass eigentlich nichts passieren kann, auch in dem Worst Case, das haben wir ja schon. Cry. Genau, das ist eben unsere Verantwortung. Yes, that's true, das, was im Chat geschrieben wird. I like that. Und wir müssen aufhören, egoistisch zu sein und über Leute zu urteilen. Damn, wie oft habe ich das bitte gehört? Ja, hi, willst du in Free gehen? Wie läuft, also, wie findest du das? So, ja, ich kenne aber niemanden, der das machen würde. So, ich bin jetzt voll ehrlich mit euch so, am Anfang, ich dachte mir, ich smash P1 in einem Tag, zack, so, weil ich dachte mir so, 30 Leute, easy, so, da muss ich ja gar nicht drüber nachdenken, weil, also mich kannten schon viele Leute, ich kannte auch viele Leute in Graz, ich dachte, wer will bitte da Nein sagen? Guess what? Alle haben Nein gesagt. Alle. Also ich hatte keine beste Freundin, ich hatte keine Freundin von mir wirklich, die ich kannte, mit dem ich das Business angefangen habe. Also alle meine Friends, naja, also von vorher, vielleicht kommt ja der ein oder andere ja noch dazu, keine Ahnung, haben im ersten Moment Nein gesagt. Eine hat Nein gesagt, weil ihre Eltern arbeiten, die andere hat Nein gesagt, weil sie 9-to-5 feiert und so weiter. Finde ich alles okay, nur dass euch das bewusst ist. Also wenn keine Ahnung, es werden ja auch Neins kommen, aber das ist ja kein Grund, jetzt aufzuhören oder sonst irgendwas so, you know? Und genau, über Leute urteilen. Bei all den Leuten, wo ich gedacht habe, damn, es ist voll was für sie, die wird voll durchziehen, kann man Nein. Bei den Leuten, wo ich voll gedacht habe, nee, die wird fix Nein sagen, so, angerufen, trotzdem voll krass eingeladen, alles Mögliche. Die Person hat mitgemacht. Ich denke so, what the heck? Echt jetzt? Also unsere, wie wir die Leute einschätzen, ist echt, echt, echt schlimm. Und ich glaube, das war auch nicht bei mir so, das wird doch bei den meisten von euch so sein. Genau, also das wollte ich nochmal gesagt haben, wir dürfen über niemanden urteilen. Wir wissen nie, wer diese Möglichkeit gerade sucht, wir wissen nie, wer diese Möglichkeit gerade braucht, ja. Genau, meine Story, genau, die habe ich schon erzählt, dass ich niemandem davon was gesagt habe. Ich war einfach nur so voll ein normales Mädchen einfach. Genau, wer will sich da denken bei mir, boah, die wird das voll durchziehen, so, jetzt bin ich hier einfach. Und ihr habt jetzt ja die Städte reingeschrieben und so weiter, gell? Und wenn ihr jetzt durch den Chat geschaut habt und euch gedacht habt, damn, da ist ja keiner aus meiner Stadt, oder was soll ich jetzt machen? Genau das ist ein Segen, okay? Genau das ist ein Segen, weil dann weißt du,
es gibt keine Konkurrenz, dass du, also jetzt geht es nicht mehr um 2 and 3, sondern ein bisschen höher, aber nur mal, dass ich euch auch das damit gebe, okay? Dann wirst du die erste Chairlady oder der erste Chairman in deiner Stadt so. Dann hast du absolut keine Konkurrenz. Ich in Graz, wir haben hier schon Konkurrenz, Leute. Okay, deswegen müsst ihr noch mehr tun. Das ist natürlich auch ein Ansporn. So. Also beide Seiten kann man so sehen, wirklich so, let's go. Genau, das sind auf jeden Fall Vorteile. So, ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben. Ich hoffe, ihr könntet jetzt von diesem Part ja auch was lernen. Ich brauchte wirklich, wirklich, wirklich diese Impulse am Anfang, dass ich wirklich weiß, ich brauche hier keinen im Business, dass ich nicht Leute bettle, gefühlt auf eine Präsentation zu kommen oder so, weil das brauchen wir nicht. So, wir brauchen hier niemanden betteln, also betteln klingt jetzt so, oh mein Gott, dann komm bitte auf die Präsentation. So, das brauchen wir nicht so, das brauchen wir absolut gar nicht. Wenn die Person nicht will, dann will sie einfach nicht so. Genau. Auf jeden Fall, Sabrina hat es schon angesprochen, dass sie und, also wir planen das Ganze, aber es war ursprünglich Sabrina, deswegen Sabrina, ich feiere dich übelst total. Ich bringe euch das Ganze nur ein bisschen näher, und zwar, es wird eben eine Telegram-Gruppe sein und da werden verschiedene Calls stattfinden. Man muss sich auch verschiedene Skills anwenden, es werden Mindset-Calls natürlich auch stattfinden, weil das ist, ja, 2 and 3 ist sehr easy, Pio und 50 schafft man auch easy. Ich habe einfach mein 2 and 3 übersprungen, Leute. Ich war einfach von einem Tag auf den anderen auf einmal Pio und 50 so. Ich habe schon so ein paar Monate versucht, irgendwen einzuschreiben, natürlich ging das nicht, weil mein Freundeskreis war halt nur so mein Freundeskreis, gell? Aber 2 and 3 habe ich dann einfach übersprungen und dann ging es dann schon los. Genau, es wird verschiedene Calls geben zu Themen, die euch eben weiterbringen. Ab und zu Challenges, Tipps. Vielleicht auch Gewinnspiel, aber ich habe es nicht gesagt, okay? Und es wird eben ein Bootcamp sein, da übergebe ich auch an die liebe Sabrina. Gleich, ich glaube, du kannst hier selber entmuten. Danke für eure Aufmerksamkeit, Keeps. Achso, du übergibst schon, okay. Dann danke erstmal, Saji, für die nice Erklärung. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder entfernen. Leute, Technik hier, Technik ist nicht so, yay. Okay, jetzt sehe ich wieder selber, Saji. Ich habe es nicht ausgetrickst. Ich weiß nicht, wie es geht. Egal. Passt schon, wir lassen es jetzt einfach so. Aber jetzt, wie Sati gerade schon gesagt hat, das war eben unsere Idee, ein richtiges Bootcamp zu machen. Und ihr wisst, was Bootcamp heißt. Das heißt wirklich ein Camp, wie kann man das beschreiben? Also ein Camp halt. Oh Gott, das kann ich nicht mehr beschreiben. Also auf jeden Fall ein Bootcamp, okay, man durchläuft es und am Ende ist ein Ziel. Wenn man es geschafft hat, dann kommt man wieder aus der Gruppe raus. Das heißt, so ist das Ganze wirklich aufgebaut. Und wie Sati gerade schon gesagt hat, ja, die Gruppe wird jetzt dann eben nach dem Call gefüllt. Eben, wenn du da rein möchtest, genau. Das heißt, du kannst jetzt einfach, jetzt nach dem Call, wie auch immer, deiner Ansprechperson dann schreiben, dass du in diese Gruppe gerne rein möchtest und wir fügen dich dann einfach hinzu, genau. Das heißt, so wird das Ganze ablaufen, dass jeder schon mal Bescheid weiß. Jeder weiß, glaube ich, wer seine Ansprechperson ist, okay? Das heißt, einfach deine Ansprechperson kurz Bescheid geben. Die haben alle die Erlaubnis, in die Gruppen hinzuzufügen. Dann erledigen wir das. Und ab morgen beginnt das Bootcamp dann. Also heute Abend wird es alles aufgefüllt und morgen beginnt es dann, weil sonst ist es durcheinander, wenn es erst später beginnt. Sarge hat gerade noch was reingeschrieben. Genau. Kannst gerne jetzt nochmal sagen. Warte. Let's go. Sorry. Ich wollte nur kurz sagen, dieses Bootcamp dürfen wir einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jetzt wurde es einfach so angesagt, so als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Aber das ist gar nicht normal so. Hätte ich das am Anfang gehabt, ich würde nicht so weitermachen. Ich würde so weitermachen. Deswegen müssen wir das Ganze ernst nehmen und auf allen Calls natürlich dabei sein und so weiter. Das ist wirklich nur für Leute, die es wirklich machen wollen. Wenn du denkst, oh ja, ich bin jetzt im Call, aber ich will eigentlich gar nicht 2 and 3 machen wollen, aber ich melde mich trotzdem mal mit deiner Abnehmer, musst du nicht, okay? Das ist wirklich nur für Leute, die es wirklich erreichen wollen. Wie gesagt, es ist so easy. Es bringt einem so viel. Und genau, und wirklich dankbar dafür sein. Danke. Sorry. Okay, easy. Saji konnte es noch loswerden. Nein, aber danke auf jeden Fall. Nee, safe. Ist, glaube ich, logisch. Also bitte nur jeder, der 2 for 3 gehen möchte, natürlich in die Gruppe wollen. Ist eh ganz klar. Aber jetzt, yes, genau, weil die Anfrage da ziemlich hoch war. Ich schaue gerade noch. Genau, also alle weiteren Details folgen einfach in der Gruppe. Wie Saji schon gesagt hat, es wird dort genau verschiedene Challenges geben, Tipps, Aufgaben. Das heißt, wir werden euch wirklich komplett helfen, damit ihr das einfach erreichen werdet, Stück für Stück. Und genau, wenn es eben erreicht ist, wie ich schon gesagt habe, kommt ihr dann aus der Gruppe raus. Und jeder, der es geschafft hat, jeder, der aus der Gruppe rauskommt, bekommt eben was Kleines. Aber genau, das ist eben das mit Gewinnspiel gemeint. Deswegen, dass ihr da schon mal so ein bisschen Bescheid wisst. Und ja, genau, so ist der ganze Ablauf. Das heißt, die Gruppe ist schon erstellt.
Alle eure Ansprechpersonen sind schon hinzugefügt. Das heißt, wir sind alle ready, hinzuzufügen. Und genau, falls wir irgendjemanden dann vergessen, der geschrieben hat, einfach nochmal voll spam im Chat. Hey, du hast mich vergessen, füge mich auch noch hinzu oder so. Dann machen wir das auf jeden Fall. Wir haben ja auch das Ganze hier aufgenommen. Ich werde mal kurz die Beschreibung.